Ja, okay. Das ist aber gut. Das ist wieder, das finde ich gut, dass sowas passiert ist. Das finde ich aber gut. Aber die Leuchtblumen machen ja echt viel Licht, muss man ja mal sagen. Deswegen ist es wieder ein Schrein, den Leute dann brauchen. Weil sie alle die Truhe nicht finden. Wo war das denn jetzt? Hier, ne? Genau. Hier links ist nämlich nix. Wenn ich jetzt rechts hingucke. Aber da oben sieht man Licht. Guck mal. Oh, okay, das könnte der Hinweis sein können. Man kann Licht durch den Boden erkennen. Wenn man da jetzt. Okay, jetzt erkennt man das aber schon. Okay, das sieht man wohl, weil da oben ist Licht. Da oben ist nämlich so ein Lichtding. Man erkennt das schon. Aber ich habe nie nach oben geguckt. Das war mein Fehler. Okay, super. Durch dieses Licht hier kann man es erkennen. Ja, gut, das eine Licht ist ein bisschen buggy, ja. Aber das andere hier ja nicht. Na gut, es geht. Man muss nur mal nach oben gucken. So, ein Akala wurde gesagt. Dann schauen wir mal, wo der Schrein ist, den ich suche, den ich haben will. War aber cool. Jetzt, wo man aber auch weiß, wo es ist und sehen kann, dass da war, dass das doch einen Tipp gibt, hätte man nach oben gucken müssen. Wisst ihr, was cool wäre? Abgesehen davon, dass ich ja jetzt schon DLCs haben will. Am liebsten sollen sie mir zwei Season-Pässe geben, jetzt schon. Die kommen dann aber irgendwann Ende des Jahres oder so raus. Dann kann man sich darauf freuen. Das andere habe ich auch schon gesagt. Ich möchte gerne Amiibos von allen wichtigen Charakteren aus diesem Spiel. Seid ihr dabei? Ich sage ja. Tu den Amiibo. Tulin, Riju. Und die anderen halt noch. Und alle anderen, die es auch noch gibt. Alle wichtigen Charaktere. Ja, Tulin kaufen sich dann alle. Was ist das denn für ein See? Der sieht so interessant aus. Ja, vielleicht doch nicht. Was ist eigentlich aus dem Totenkopfteich geworden? Ist der immer noch ein Totenkopfteich? Er ist immer noch einer. Ah, diesmal ist ein Loch im Auge. Okay, das ist schon cool gemacht. Cool, dass sie den genutzt haben. Würde dann einzeln. Ja, gut. Diesmal werden sie halt nicht als Recken gesehen. So als Weise. Ich weiß nicht, ob sie die doch wieder zusammenpacken dann. Aber einzeln wäre schon sinnvoller, ne? Anstatt, dass man sich alle kaufen muss. Das ist der Schrein. Das ist er sogar. Oh. Hier bin ich sogar schon mal lang geflogen. Hätte ich schon längst haben können. Was will ich mit Yunobo und Riju? Also wenn, dann kaufe ich mir schon alle. Gerade bei Zelda. Toro auch? Ja gut, Toro ist namentlich, wird namentlich gezeigt. Und Paya und so auch, ne? Vielleicht die dann auch. Aber ich glaube, die werden sich vielleicht. Vielleicht sind die trotzdem für die Käufer uninteressanter. Anderen drei Flitzpiepen. Hast du Daruk Flitzpiepe genannt? Kiro, wie findest du Toro? Dieser Schrein läutet ein Übel aus, vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Okay, was ist die letzte Aktion? Begib dich unbemerkt in den Rücken. Ach echt, die habe ich nicht gehabt. Ich habe das noch nicht einmal eingesetzt. Ich habe noch nicht einmal den Überraschungsangriff eingesetzt. Aber anscheinend einige andere auch nicht. Wer ist Toro? Okay, dann kennst du den Charakter noch nicht. Wenn du wissen willst, wer das ist. Ich sag dir nämlich jetzt was. Und dann willst du wissen, wer das ist. Max hat gesagt, der könnte dir gefallen. Willst du wissen, wo du dafür hin musst? Oh, das war zu schnell. Ah, das heißt, ich habe echt den Hinterrücksangriff nie eingesetzt bislang. Ist das Sensei von Kashiwa? Nee, und Kashiwa habe ich auch noch nicht gesehen. Nein, das ist ein ganz, ganz anderer Charakter. Du hast keinen Zusammenhang mit dem Charakter. Du hast keinen Plan von dem. Wo ist mein Burp? Ach komm, wie weit kann der denn hören? Der hat doch ein super Hörgerät. Ich dachte, ich kann einmal rumlaufen, das geht. Dass sie auch immer das hier wieder anzeigen müssen, ne? Den Rücken des Gegners? Ist falsch übersetzt. Wie steht's denn im Englischen? Du spielst ja auf Englisch. Ich könnte natürlich auch eine Rüstung anziehen. Noch ein Schwert in den Rückenrahmen. In den Rückenrahmen, ist doch richtig.
Oh, ich hätte die Miasma-Waffe noch. Okay, ich hatte die Aktion wirklich noch nicht gemacht. Noch nicht einmal in diesem Spiel, obwohl ich sie kenne. Ja, Giro, wenn du wissen willst, wo man den findet, begib dich nach Kakariko. War Kakariko schon? Weißt du noch, wo der Schrein früher war, stand? Oder die Fee war? Dieser Weg hoch in Kakariko? Ja, renne. Was? Boah, wie langsam muss ich denn drücken? Ich hasse Schleichen in Spielen. Vielleicht ist das Schlimmste in Games. Ich mach das nie gerne. Das heißt nie, das ist falsch. Wenn ich gezwungen bin, finde ich es blöd. Wenn ich es von mir aus mache, ist es okay. Aber in jedem Zelda musst du mindestens einmal irgendwo schleichen. Gib der Spieler es einmal vor. Bei BOTW war es auch, bei Ocarina of Time ist es auch. Bei Twilight Princess. Keine Ahnung, wie bei vielen Zelda-Teilen. Vielleicht ist es super. Heidi Schnude. Was? Also das war jetzt voll langsam. Ich habe unten rechts drauf geachtet, wie wenig ich geschlichen bin. Also wie leise ich war. Verstehe ich gar nicht, dass er es trotzdem noch gehört hat. Das war doch voll wenig. Weißt du was? Ich habe 3 Schleich-Items, ne? Und alle... Oh, man kann... Konnte man das früher auch schon mehrere Effekte auf einmal anhaben? Ich glaube, ja. Aber man nutzt meistens nicht mehr auf einmal. Bin ich jetzt ein Jäger. Aber leider habe ich alles Kopfteile. Mann. Will den nicht mehr machen. Will diesen blöden Schrein nicht mehr machen. Ich verstehe, Domi. Dann warten wir mal eben. Aber eben war ich voll leise, voll langsam auch. Ich weiß gar nicht, wie es noch langsamer gehen soll. Und dann nach rechts, ne? Ich habe ja nicht unendlich Zeit. So. Gott sei Dank. Haben wir den schlimmsten Schrein im Spiel geschafft. Gut, das war wirklich das Letzte, was ich nicht gemacht habe. Okay. Interessant, dass ich aber daran, da sieht man, wie wenig ich das mit dem Schleichen nutze. Ich habe mich noch nicht einmal nach 30 Stunden diesen Angriff gemacht. Und das mit dem Ninja-Set gemacht. Das ist noch einfacher, stimmt. Es gibt schlimmere. Ja, wie gesagt, ich mag Schleichen nicht so gerne in Spielen, wenn ich gezwungen bin. Wie ich nie ein Kopf-Item anhabe, weil ich das cool finde mit den offenen Haaren. Hab die Crush, moin. Kannst du bitte die Karte kurz zeigen? Nein. Kann ich nicht. Geht nicht. Karte kaputt. Ich muss übrigens Max seine Punkte wiedergeben, ne? Ich habe doch was vergessen. Ich habe vergessen, den auf Boblin zu stellen. Den Skin. Die ganze Zeit. Ich glaube, Max kriegt seine Punkte wieder. Du hast es selbst vergessen. Du sagst ja nichts mehr. Du hast es ja nicht gesagt. Und ich sollte was bei dieser Mondphysik ausprobieren, hast du gesagt. Ach, jetzt hast du die Karte ja doch gesehen, Reese. Ja, ich wollte sie dir eh zeigen. Verpasst man eigentlich was, wenn man das Master Sword früher holt als gedacht? Nö. Du kannst nichts verpassen in dem Spiel. Es ist unmöglich, dass du was verpassen kannst in dem Game. Du kannst alles im Nachhinein immer wiederholen.
Hier will ich übrigens mal zu einem Laden gehen. Hab den gerade gesehen. Ich muss für euch immer 20 Rubine ausgeben. Dann kriege ich das ganze Geld mal wieder, was ich für euch ausgebe. So, dann kriegst du wenigstens noch diesen Stream, dein Bockblin. Der wunderschön ist. Athene ist richtig hässlich geworden. Du bist auch mit allen unzufrieden, Kiro. Alles ist hässlich. Ich bin kein Pilzfan. Mario schon. Wo ist denn jetzt der Laden? Oh, andere Seite. Was ist denn hier los? Ist mir egal, ich will rein da. Warten Sie mal, nicht vordrängeln. Wir waren zuerst hier. Oh. Ich habe schon so oft gesagt, drei Kunden auf einmal kann ich nicht hereinlassen. Was? Da haben wir alle die Mühen auf uns genommen, um hereinzukommen und dann dürfen wir nicht rein? Ich wollte doch die neuen Kreationen der berühmtesten Modeschöpferin Sagono sehen. Ich hätte mich so darauf gefreut. Schließlich heißt es ja, es sei hier bisher bestes Werk. Mir tut es wirklich leid, aber es gibt nur noch ein einziges Ticket. Nur noch ein Ticket? Das heißt, einer von uns, zum Beispiel ich, könnte schon mal einen rein und die Lage peilen. Nee, das würde ich überhört haben. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir werden ja gemeinsam singen oder untergehen. Ich weiß, das war nur ein Scherz. Brokkola? Ist sie wegen Brokkoli? Nun gut, dann kommen wir ein andermal wieder. Einverstanden. In diesem Dorf gibt es ja auch eine Färberei. Mit einem Besuch dort können wir etwas Zeit totschlagen. Ich würde auch gern zum Bauernhof gehen. Jetzt, wo du es sagst, ich habe gehört, in der Nähe des Bauernhofs ist ein Institut, in dem alte Dinge erforscht werden. Wir haben uns schon so rausgeputzt. Dann sollten wir uns auch alles ansehen. Zum Glück haben sie aufgegeben, hm? Guck mal, tut mir leid, dass sie warten mussten. Sind sie auch hier, um die neuen Kollektionen meiner großen Schwester von Sagono zu sehen? Da sie allein sind, können sie einfach reingehen. Sagono höchstpersönlich ist auch gerade da. Derzeit ist es nur eine Ausstellung. Man kann also nichts kaufen. Ich hoffe, sie verstehen das. Ja, aber ich will es mir gerne mal angucken. Wer bist du denn? Oh, ja, ist ja gut. Dann reicht's aber auch, hä? Na du? Ach, ich kann mich einfach nicht darin satt sehen. Ein Meisterwerk, wie es im Buche steht. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass ich Sagono mittlerweile weltberühmt bin, hm? Sieht ja ganz normal okay aus. Dachte jetzt irgendwie, wird schlimmer. Oh, entschuldige, bist du etwa ein Bewunderer von mir? Obwohl, deinem trüben Blick nach zu urteilen, hast du mit Mode wortwörtlich nichts am Hut. Wow. Hat die mich beleidigt? Die Boutique C4 ist die einzige weltweit, in der die Marke Sagono verkauft wird. Und ich bin die bescheidene Designerin, die das gesamte Dorf zum Nabel exzentrischer Mode gemacht hat. Was du hier vor dir siehst, ist nicht weniger als der Sagono Deluxe, meine neueste und einzigartigste Kreation. Einfach nicht perfekt. Er ist einfach perfekt, nicht wahr? Dieses Werk ist so einzigartig. Es ist unmöglich, einen Preis dafür zu bestimmen. Es steht nicht zum Verkauf. Ich habe beschlossen, es jemandem zu schenken, der sich als würdig erweist. Der würdigsten Person in Hyrule, Mulch der Stadt. C4, genau. Was soll das mit Hyrule, Mulch der Stadt? Ich habe eigentlich nie gewollt, dass die Stadt zum Modezentrum wird. Oh, sieh mal einer an. Wie kann ich dienen, werter Herr Bürgermeister? Es tut mir leid, ich wollte ihn am Eingang aufhalten, aber er hat sich einfach vorbeigedrängelt. Sagono, hör bitte damit auf, das gesamte Dorf mit deinen Kreationen zu verschandeln. Dir ist es vielleicht nicht bewusst, aber Schlaf ist auch für Gemüse sehr wichtig. Deinetwegen ist es jetzt auch nachts taghell und das Gemüse wächst kaum noch. Das Gemüse ist das Markenzeichen des Dorfes. Was sollen wir tun, wenn es verkümmert? Oh je, Liebes, nun reg dich doch nicht gleich so auf. Es gibt im Dorf ja durchaus auch Befürworter von Sagonos Stil. Lass uns hier aller Ruhe darüber sprechen, ja? Nein, ich habe lang genug stillgehalten, jetzt haben wir den Salat. Beziehungsweise die Pilze. Überall. Als Bürgermeister ist es meine Pflicht, das Dorf zu beschützen. Das Dorf beschützen? Vor wem? Vor Besuchern aus aller Welt? Vor zahlungskräftigen Touristen? Vor Erfolg und Wohlstand? Wir haben noch nie Touristen gebraucht und brauchen sie auch jetzt nicht. Athene steht für Ruhe, Frieden und Gemüse.
Darüber sollten die Bewohner entscheiden, nicht du allein. Meine Avantgarde-Schöpfung oder die professionellen Werte des Bürgermeisters. Sie sollen selbst entscheiden, in welche Richtung es mit dem Dorf gehen soll. In einer Bürgermeisterwahl. Ey, vielleicht wären wir Bürgermeister. Oder Rubelo, weil Rubelos Hans-Institut ist da oben anscheinend. Jetzt ist es Rubelos. Zumindest stand da was von ihm. Eine Bürgermeisterwahl? Na, meinetwegen. Die gewinne ich sowieso. Sophora, ich überlasse dir die Organisation der Bürgermeisterwahl. Was? Klavier, sieht aus, als wäre die Sache entschieden. Wir gehen nach Hause. Moin, Chip. Edel for President. Oh, es ist eine ganze Quest, die jetzt startet natürlich. Denn hier. Kein Zutritt für unbefugt. Was ist denn dahinter? Ah, er ist ja noch so ein Set. Das Leibgarde-Ding? Das Leibgarde? Na, das ist, glaube ich, doch noch was anderes. Sieht aber gar nicht so verkehrt aus. Das ist nicht das normale Hyrule-Ding. Was haben wir da? Okay. Oh, du schon wieder. Ja, ich habe vorhin in den bei YouTube mal gelesen, was ist, dass es irgendwie jemand hier Hilfe für die Quest haben will. Es ist noch zu viel zu erledigen für die Vorbereitung zur Bürgermeisterwahl. Hm. Sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber du bist natürlich für Sargono, für Riebna. Keine Ahnung, sie holt die Leute halt her, ne? Dann wird das erklärt, sehr schön. Wie jeder weiß, habe ich die besten Aussichten auf den Bürgermeisterposten. Ich will das mal austesten. Zumindest sollte das allen klar sein. Es gibt immer noch Dorfbewohner, die Riten unterstützen. Das darf nicht sein. Und jetzt kommt's. Wir haben einen fantastischen Plan. Wir verschenken Pilze an alle Ritner-Wähler. Pilze sind quasi das Sargono-Markenzeichen. Sargono ist eine Ode an die Pilzmode. Oder ein OD? Meine Pilzgeschenke bringen Frische in verstaubte Hirnkästen und Seelen kultivierter Sargono-Sinn. Aber Sophora und ich müssen uns um die Boutique kümmern. Wer außer uns könnte diese Aufgabe noch übernehmen? Lass das mir. Genau, was ich hören wollte. Du bist ein wahrer Lebensretter. Die hier wirst du brauchen. Okay, ich bin mal gespannt. Wenn ich die nehme und andere nehmen den, ist das dann wirklich verschieden? Könnte ich beim zweiten Playthrough nehme ich dann den anderen, wenn ich das immer nochmal spiele. Diese Pilze sind für die Ritner-Wähler hier im Dorf. Sie sind leicht zu erkennen und ihre unmodischen Kleidung. Meine eigenen Wähler sind natürlich extremst modebewusst und von Kopf bis Fuß in Sargono gehüllt. Es versteht sich von selbst, dass keiner aus Ritners Familie einen Pilz bekommt. Auch Kinder, Reisende oder solche, die nur für kurze Zeit hier wohnen, wie die Shika-Forscher, kannst du ignorieren. Falls ich mich nicht verzählt habe, macht das also insgesamt 8 Ritner-Wähler. Deine Mission ist simpel. Gib jedem dieser 8 je einen Hyrule-Pilz. Na dann, hopp, hopp. Klingt jetzt aber nicht so schwer. Eigentlich auch nicht so Bock auf die Alte, aber ich will mal... Ich nehme jetzt die. Wie gesagt, wir spielen es irgendwann eh nochmal, dann mache ich das andere. Aber werde ich beide Seiten gesehen haben. Ist hier noch was Interessantes? Okay, jetzt müsste ich halt die Leute finden, ne? Die Ritner-Wähler sind die ohne Pilz. Also du wärst einer da zum Beispiel von. Bei der Liebe, ich wünsche sie Liebe, die Liebe. Was los? Kannst du mir ruhig sagen, mein sagenhaft unauffälliger Kleiderfreund. Siehst aus, als wärst du auf Reisen. Hier im Dorf ist es friedlich, aber die Welt da draußen ist voller Gefahren. Deshalb postiere ich mich hier und halte Fräulein Efi im Auge, damit kein Fremder sie anquatscht. Also ich will damit sagen, ich halte Wache über das Dorf und passe auf, dass kein Fremder den Frieden stört. Fräulein? Es heißt Fräulein. Fräulein Efi ist, wenn man so will, die Empfangsdame von Krämerladen Mistral. Ist ja total recht, wenn du Fräulein Efi triffst und so. Nur, na, übertreib's nicht mit der mit der bin ich nicht von hier und brauche Hilfe und Unschuldstour, ja? Wobei eh niemand unschuldiger und hübscher aussieht als ich. Also, ich hätte mal eine Frage. Was meinst du, was man Fräulein Efi vom Krämerladen Mistral schenken könnte? Was würde ihr gefallen? Ich frage nicht für mich. Der Freund eines Freundes hat mich um Rat gebeten. Und ich tue mich sehr schwer damit. Ich kann sie ja schlecht direkt fragen. Also hilf mir doch mal auf die Sprünge, wenn dir was einfällt. Sollen wir ihr vielleicht wieder, wie du letztes Mal wolltest, Ausdauerschrecken geben? Oder Heuschrecken? Ausdauerschrecken? Wieso? Waren das? Soll ich das nochmal machen? Gibt's die überhaupt noch, die Viecher? Weiß ich gar nicht. Ja, das war der mit denen, wo man ihr 10 Heuschrecken oder so geben musste. Ausdauerschrecken halt. Das war derselbe. Die haben wir alle wieder eingebaut. Oh, ich habe noch keine Sportkröte fotografiert. Sie hat dir aber nur 5 Pilze gegeben. Ja, muss ich die letzten 3 selber finden, Chip. Ich glaube, haben wir überhaupt genug? Wir haben 13.
Also ich wollte die Quest jetzt auch noch nicht machen. Aber irgendwann ja. Was ist denn hier hinten? Ist das hier das... Ah, das ist der Bauernhof. War ein Dingens geworden, das. Wir suchen dringend Lehrer. Willst du Kinder fürs Lernen begeistern? Auch Neueinsteiger sind willkommen. Weitere Informationen bei allen Lehrern erhältlich. Das Besitz im Unterricht ist eben... Das Beisitzen im Unterricht ist ebenfalls möglich. Simon. Ist das... wollen wir das Steve hinschicken? Was ist denn hiermit? Nicht so spannend. Die Musik? Oh, guck mal. Das sind Zeichnungen von mir. Ah, Quatsch. So schön kann ich gar nicht zeichnen. Musik ist ja toll hier. Hier oben. Korrespondenzbuch lesen. Die kleine Asta, Medos Tochter. Medos Tochter ist ein sehr aktives Mädchen. Medos soll auch für die Frisur dieser charmanten Bob verantwortlich sein. Asta scheint ihren Vater sehr lieb zu haben und erzählt auch regelmäßig, wie dessen Tag abläuft. Letzte Zeit höre ich von ihr viel über die Hyrule-Tomate, die Medo gerade anbaut. Als Sagonas Haus neben dem Kleidungsgeschäft gekauft hat, kam mir Asta ein wenig traurig vor. Das hielt aber nicht lange an. Schon bald war sie wieder froh und aufgeweckt, wie sonst auch. Es ist süß und bunt, hat sie gesagt. Das ist nicht weit von Fröschleins Haus. Sie ist immer sehr positiv gestimmt und kann jedem etwas Gutes abgewinnen. Die kleine Karin ist die Tochter des Bürgermeisters. Sie ist schüchtern und gutmütig, hat nicht viel Selbstvertrauen und redet auch nicht viel. Aber sie versteht es gut, Sachen auf den Grund zu gehen. Prinzessin, ich denke, es ist bekannt, dass Bürgermeister Riedner heimlich Gemüse für die Jugend züchtet. Aber Karin war die Erste, die bemerkt hat, dass die jüngere Generation das Interesse an Gemüse verloren hatte. Das hat sie an der Zahl der Kunden erkannt und auch daran, dass im Laden immer so viel Ware verfügbar war. Eines Tages wird sie vielleicht eine Gelehrte wie Pura werden oder diese sogar übertreffen. Atsu ist der Bruder von Efi vom Krämerladen, aber seine wahre Identität ist Super Atsu oder Asu, Schützer der Gerechtigkeit. Er verbrachte immer viel Zeit mit Sefaro, doch da in der Färberei nun immer so viel zu tun ist, hat dieser keine Zeit mehr. Da erscheint Super Atsu nun auch der Schule allein umherzustreifen. Seine Mutter Amira mag viel tratschen, doch er selbst hat immer ein Auge auf die anderen Dorfbewohner. Sein Streben nach Recht und Ordnung mutete im ersten Moment wie ein Kinderspiel an. Aber solange Super Atsu da ist, glaube ich nicht, dass sich in Athen irgendwelche Schurken blicken lassen werden. Sefaro ist der Sohn von Balsai, dem die Färberei gehört. Er ist etwas unartig, aber auch sehr schlau und nach der Schule liest er meist allein irgendwo seine Bücher. Er liest so gut wie ein Erwachsener und schreckt selbst vor schwierigen Büchern über die Verheerung nicht zurück. Vielleicht findet er es schwierig, zu Hause zu lernen, da in dem Familienbetrieb dank Sagonos Einfluss das Geschäft brummt. Balsai ist Handwerker durch und durch und möchte lieber, dass sein Sohn im Betrieb mithilft, statt nur zur Schule zu gehen. Aber wie viel haben wir denn noch hier? Um sehr mehr möchte ich eine entspannte Atmosphäre schaffen, in der Sefaro für ihn passenden Rhythmus lernen kann. Wir haben Berichte über eine Anomalie unter Schloss Hyrule erhalten. Ich hörte, ihr werdet euch bald dort hinbegeben. Dass Herr Link euch begleitet, beruhigt mich etwas. Aber mir ist trotzdem sehr unwohl dabei. Genauso unwohl war mir kurz vor der Verheerung auch. Prinzessin Zelda, für die Kinder seid ihr neben einer geliebten Lehrerin auch jemand, zu dem sie aufblicken. Ich freue mich auf eure Wiederkehren, wenn ich es mir anmaßen darf. Bitte passt gut auf euch auf. Prinz Lehrerin? Was? Die waren Lehrer? Vor allem wollte Link die auch noch dahin bringen. Ja, ich habe mir das mal durchgelesen jetzt. Cool. Okay. Ich habe das einfach nur so gemacht. Aber die Dinger bewegt, das bewegt sich gar nicht richtig da drin. Schade. Das ist ja Krog. Oh Mann. Das ist halt eher die... Das sind die Felder, ne? Aber es ist auch ein Feld da vorne. Das sieht auch, auch aus wie ein Feld hier. Da links und so. Aber Feld nicht. Eher so ein kleiner... Ah, oh, cool, Klimmzüge. Schade, dass man es nicht machen kann. So ein Klimmzüge-Minispiel. Er kann ja Sport und Informatik unterrichten. Ich kann das? Das wüsste ich aber. Notbrunnen von Hateno. Westbrunnen. Notbrunnen. Nordbrunnen. Brunnen von Zeldas Haus. Südbrunnen. Ach, die sind alle verbunden. Miteinander. Hab gegen die Glocke geschossen, ist nichts passiert. Tja, jetzt wisst ihr, dass es da ein Dingens gibt. Ja, Sergei habe ich. Ich habe die ganze Karte aufgedeckt. Habe ich letztes Mal schon früh gemacht. Ich habe auch alle Cutscenes geholt. Nicht wieder in die Schule. Nee, ich habe mir das jetzt durchgelesen, weil ich dachte mir, vielleicht bringt das uns irgendwann mal was, diese Informationen zu haben für irgendwelche Quests. Da wollte ich das einmal durchlesen. Und ich gucke mir halt das Dorf jetzt auch mal kurz an. Hier ist der Bauernhof. Also da, wo er früher auch war.
Hast du nichts von Datenschutz gehört, Link? Oh, Moment mal. Hier können wir da bestimmt ein paar Fotos machen, was ich nicht habe. Eine Hateno-Kuh! Tja, den nehme ich mit. Nein, wir wollen ein gutes Foto. Zeig dich. Gut. Wunderschön. Da kann er endlich wieder die Zelda-Kuh melken. Haben wir noch hier eine doofe Ziege. Und eine weiße Ziege. Und Doggo haben wir auch noch nicht fotografiert. Wir brauchen Fotos von allem. Ich glaube, man kann bestimmt immer wieder Fotos kaufen. Simon gibt es ja auch wieder. Ist das nicht der sogar gewesen? Der bei Pura war? Ist das nicht derselbe? Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber... Bestimmt kann man Fotos auch irgendwann kaufen. Oh nein, das Einhörnchen. Ich kann das nie wieder vergessen, dass einer aus Versehen Einhörnchen gesagt hat, anstatt Eichhörnchen. Seitdem muss ich da immer dran denken, wenn ich eins sehe. Wisst ihr, wo das war? In meinem allerersten Let's Play, was ich geguckt habe. Let's Play von GameTube zu Lego City Undercover. Ich habe spät mit Let's Plays gucken angefangen, im Gegensatz zu anderen. Oh, dich habe ich hier noch nie gesehen. Willkommen auf dem Hateno-Bauernhof. Morgens ist die Luft auf dem Hof wirklich sehr, immer sehr angenehm, nicht wahr? Was ist... Hast du was für mich? Hier, ein Hyrule-Pilz. Ist der von Sogono? Wie nett. Frittiert sind sie prima für zwischendurch. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich weiß, dein kleines Geschenk zu schätzen. Aber meine Tochter Kuyin und ich und Tok, wir machen uns nichts aus Mode. Auf dem Feld nützt einem das wenig. Schön, wenn das alles ist, wozu du hergekommen bist. Kann man das eigentlich noch umändern, dass ich... lieber ihn als Dingens haben will, weil ich habe auch kein Interesse an Mode. Der will das auf jeden Fall nicht. Warte, was soll, oder kann man das noch wechseln? Da war irgendwas mit Milch gerade. Moment. Möchte ich ja Milch kaufen, oder? Oh, man kann Milch kaufen. Cool. Füge man haufenweise Eichen im Wald hinter dem Hof finden, ne? Bla bla bla. Ich will kaufen, nicht deine Lebensgeschichte. Hm. Yeah! Wir haben die Milch bekommen. Drei Eicheln gegen eine Milch. Okay. Cool. Nebenquest abgeschlossen. Wisst ihr denn, wo Riedner ist? Ist er in dem Haus hier? Er hat doch was bei der Farm gesagt. Ist er hier drin? Ist das nicht sein Haus? Das ist nicht sein Haus. Das wäre sein Haus. Ich habe keine Ahnung, wo sein Haus ist. Wo wohnt denn sein Haus? Ja, dreh dich ruhig weg von mir. Gemein. Weißt du das? Das groß ist. Kann man das nicht irgendwie auf der Karte irgendwo mal... Man kann es nicht erkennen, ne? Okay, sie hat Dingens. Sie hat so einen Hut, dann ist es sie nicht. Gehört die nicht dazu? Also mehr mittig. Da so... Wir gucken, ob ich doch noch wechseln kann. Ich habe kein Problem, mal beide auszutesten irgendwann mal. Aber ich habe gerade gedacht, auf meinen Hauptaccount hätte ich schon gerne das, was eher zu mir passt. Und das ist halt nun mal er. Der ist mir halt viel lieber als irgendein Modequatsch. Oh, guck mal, das ist noch ein Brunnen, den ich noch nicht gemacht habe. Es gibt so viel. Da ein Brunnen, da ein Haus, da ein Laden. Da eine Nebenquest, eine Schreinquest, eine Hauptaufgabe. Puh. Das soll der höchste Turm sein. Das hier? Oh. Nee, das ist aber... Die hatten wir eben auch schon gerade. Da ist er. Da ist er. Super. So, oh, dich kenne ich doch. Bist du nicht der Reisende, der unseren kleinen Streit in der Boutique C4 miterlebt hat? Was, C4? Machst du dir etwa Sorgen um mich? Ach, es stimmt ja. Ich habe mich zu sehr aufgeregt. Im Nachhinein ist mir das ganz schön unangenehm. Ich hätte sowas auch gar nicht nötig. Hier genehme ich zwei streng geheime Pläne, um Sagono auszustechen. Spock, warum? Ja. Nun ja, einer davon lässt sich bis zu den Bürgermeisterwahlen sicher nicht mehr umsetzen. Aber der andere Plan könnte aufgehen. Ich überlege neu, mich ein nostalgisches Geschmackserlebnis wiederzubeleben. Geschmackserlebnis? Früher hat mein Großvater mit jemandem aus dem Dorf an einem neuartigen Nahrungsmittel gearbeitet. Damals war die Welt einfach noch nicht so weit, sodass es seine Arbeiten mit dem Prototyp beendete. Ich war damals noch ein kleiner Bub, aber die cremige Konsistenz ist mir immer positiv im Gedächtnis geblieben. Ich hatte schon immer die Idee, daraus irgendwann mal eine Dorfspezialität zu machen. Sollte mir das ausgerechnet jetzt noch gelingen, hätte ich von Sagono nichts mehr zu befürchten.
Nur leider weiß ich beim besten Willen nicht mehr, woran genau mein Großvater gearbeitet hat und mit wem. Wenn ich darüber nachdenke, erinnere ich mich auch an einen einzigartigen beißenden Geruch. Könnte ich doch dieses Aroma noch einmal riechen? Ja. Nun ja, aber lass mir das. Genieße deinen Aufenthalt hier, ja? Erst mit einem frischen Glas von Milch vom Bauernhof auf dem Hügel. Zum Fische gibt's noch nichts Besseres. Eine neue Dorfleckerei. Okay, kann ich ihn also nicht mehr umändern? Bin ich jetzt auf ihrer Seite? Oder ist das eine Quest, die am Ende sowieso gleich, immer gleich abläuft? Kann natürlich auch sein, dass die immer gleich abläuft. Ich habe ja keine Ahnung, wie diese Quest ist. Vielleicht ist es auch so, dass es wirklich am Ende ganz anders abläuft und immer gleich ist. Wir werden es sehen. Ich konnte es jetzt gerade nicht ändern. Du meinst dieses Aroma, das der haben will? Boah, das kann ich dir jetzt aber auch gerade auf die Stelle nicht sagen. Wüsste ich jetzt auch gerade nicht. So, geht's da noch runter? Ostbrunnen. Aber sind die nicht alle miteinander verbunden, alle vier? Ja, hier waren wir schon. Okay, alle vier sind miteinander verbunden. Hier, die haben halt, die haben vier Brunnen hier. Im Endeffekt gab es noch einen fünften, oder? Ich bin hier irgendwo anders nicht rausgekommen. Na gut. Haben wir noch Schreine, die ich mal markiert, gedingens habe und nicht gestartet? Ja, ich kenne einen Schrein, den ich mal unbedingt machen will, weil der war hier oben und da bin ich vorbeigeflogen, habe den aber gar nicht aktiviert. Und ich wollte eigentlich mal gucken, was das, warum dieses Loch so krass ist. Dann mach die Quest. Ich will die Quest jetzt nicht machen. Ich meine, ich werde die irgendwann machen und vielleicht auch nächstes Mal mal gucken. Weil irgendwie ist sie wichtig, aber ich weiß nicht, was ich für den Haar holen soll. Du hast nichts zu wollen. Wow. Wow. Tschung. Oh, ist ein bisschen kalt hier oben. War denn der Schrein? Hinten auch wohl nicht? Hä? Der war... Ich weiß, dass der hier irgendwo so ist. Da. Immer noch kalt. Vielleicht soll ich ein anderes Dingens anziehen. Man muss übrigens das ganze Set auch noch kaufen. Ich muss ja alle Sets haben. Also alle, die im Spiel sind, meine ich jetzt. Ja, Vivo-Sets zählen jetzt nicht. Hä, warum sehe ich den nicht? Da, da ist er doch. Also alle Sets, ja. Du hast genug Inventarplatz, dass du alle Sets tragen kannst, die es im Spiel gibt. Früher war aber nicht genug Platz, glaube ich, für alle Sets, die im Spiel sind, plus Amiibo-Sets. Welchen hast du gemacht, Chip? Welchen Volk? Boron, okay. Kann ich leider nichts zu sagen. Oh, da kam mir auch der zweite Stein runtergefallen, hat mich fast getroffen. Ich habe mir erstmal die letzte Fähigkeit heute geholt, Chip. Wird auch gleich ein Video zukommen. Hui. Oh. Das war irgendwie nicht. Warum habe ich den A gedrückt? Ich warte nur darauf, dass mich so ein Stein mal erwischt. Aber man wird ja nicht dann instant tot sein, oder? Wenn er genau auf dich rauffällt und du mittig drinne bist, wirst du entweder weggedrückt oder ist es dann so, wenn man in Zelda eingequetscht wird, dass man irgendwo anders dann landet? Wahrscheinlich glitschst du dann. Du glitschst dann in den Boden rein. Und immer zu ihr echt Zwölfe? Okay, gut zu wissen. Oh, hier sind Stacheln. Das habe ich jetzt erst gesehen. Gut zu wissen, dass es egal ist, sonst hätte ich Angst gehabt, dass ich was kaputt gemacht habe. Dann werden wir es ja irgendwann sehen. Weil ich wollte eigentlich zu den Gerudos, bin aber irgendwie auf der anderen Seite rausgekommen. Ja, es wird genug. Vielleicht ist es ja diesmal dadurch, dass es jetzt ja auch mit dem Inventar mal nach unten geht, haben sie den Platz jetzt verändert. Findet ihr das Inventar besser diesmal als beim ersten Teil?
Da fand ich das beim ersten Teil mit den Kategorien, mit den einzelnen Seiten besser. Was ist das denn jetzt? Lernt man das hier zum ersten Mal mit dem Schild? Ich habe mich jetzt nicht gelesen, was da stand. Ah, ich sehe schon, was ich machen kann. Alles gut. Ich will die Karte aufmachen. Was steht da denn? Rasanter Aufstieg. Okay. Verstehe schon, die Rakete muss da lang zwischen. Ihr könnt auch eine Rakete an eure Waffe packen und die Waffe dann werfen. Dann fliegt die Rakete auch los. Ich finde das Inventar schöner. Ich auch. Es geht halt nach unten jetzt das Inventar, statt nach rechts und links, ne? Na gut, wie sollst du es auch irgendwie machen? Also, viele Möglichkeiten hast du ja gar nicht. So, komm. Ich liebe die Raketen, die sind cool. Vor allem finde ich das immer geil, dass die Schreine immer so bauen, dass der Anfang immer so ein kleines Tutorial ist. Oh, cool. Achterbahn. Mit genug Schwung, vielleicht komme ich da oben, da hinten rauf gleich. Wo war das da? Da ist die Truhe. Das hat man eben gerade schon gesehen. Wo sind denn die Raketen hier? Warum gibt es denn so viele verschiedene? Muss ich mehrere hinpacken? Hä? Ist nur die eine Rakete hier hinten? Ah ne, wir haben... Ach, kommt mal wieder. Okay. Ich meine, man könnte sie auch hochfliegen lassen. Das will ich aber nicht. Ich will schon langzischen. Rakete an Schild und dann Schild surfen. Ja. Ich sollte das ja auch mal... Ich sollte das noch machen. Das kommt gleich. Das wollte mal Max die ganze Zeit. Ich weiß überhaupt nicht, was ich als zweites mache. Ich war bei den Goronen jetzt irgendwie das als zweites immer kurz hingegangen, weil ich gerne wissen wollte, da man den Goronen im Trailer nie gesehen hat, wollte ich wissen, was mit Yunobo ist. Und ja, Yunobo ist erst ja. Das reicht schon. Er wird sich wahrscheinlich wieder ändern, wenn wir die Story durchgespielt haben. Aber er ist jetzt gerade noch ja. Ah, Mist, es reicht nicht aus. Dann werde ich jetzt auch an die Truhe nicht rankommen. Gut, dann machen wir halt jetzt einfach eine Rakete an Schild. Dann kommt man locker an die Dingens ran. Achso, ich habe ja noch eine Rakete am Schild. Reicht das denn aus? Herr Edessin, die Frau werden dich die nächsten Wochen, Monate verfolgen. Warst bei Boot B schon ein guter Begleiter. Deinsen, Dankeschön. Dankeschön für die 1000 Biddies. Konnte man das eigentlich... Ah, jetzt habe ich das... Ich muss noch für die Bits noch den Dingens ändern, den Alert. Dankeschön, vielen Dank. Vielen Dank für 1000 Biddies. Dir, jetzt hast du ein schönes Symbol vom Namen. Denke ich, hoffe ich doch. Ach cool, wenn man da hochfliegt, kann man einfach so rüber. Macht das Ganze natürlich einfach. Angenehmer Schrein. Die Stimme war sehr leise. Ich bin der Meinung, ich habe sie eigentlich auf maximal Lautstärke. Das Problem ist, der Sound läuft hier auch über denselben Sound wie beim Spiel, oder? Ja, nee, ist volle Lautstärke. Ich müsste den Sound von allem hochstellen, also hier bei OBS, bei meinem Programm, dann ist die auch lauter, dann ist aber auch das Spiel lauter. Hm. Wenn ich die nächsten Wochen, Monate verfolgen, war es bei BTW schon ein guter Begleiter. Ja. Ich denke mal, in der nächsten Zeit, wenn die Leute mehr und mehr gespielt haben, dann kommen die alle da auch wieder. Oder einige. Momentan können die Leute, haben die Leute, glaube ich, auch oft meinen Kanal deabonniert, weil sie nicht gespoilert werden wollen durch meine Guides. Kann ich verstehen. So, ich will noch einen Schrein möchte ich machen, dann können wir uns endlich wieder zwei neue Herzen holen. So langsam kommen wir an Herzen ran, das ist schön. Wisst ihr, was wir aber nicht haben? Aufgewertete Rüstung. Wir kriegen trotzdem immer noch viel Schaden. Weil wir halt die zweite Fee noch nicht haben. Aber die Quest könnten wir irgendwann auch mal angehen, dass wir die ganzen Feen holen, damit wir unsere Rüstung mal stärker machen. Weil später, ich kann mich noch daran erinnern, als ich jetzt BOTW Master-Modus gespielt habe, wie krass das ist, wenn man die antike Rüstung hochgepusht hat. Du hattest halt 80 Rüstungen, oder 84, glaube ich, waren es genau. 86, keine Ahnung, irgendwie so. Und... Du hast so wenig Damage gekriegt. Das war schon krass. Ich versuche ja, wie gesagt, hier nicht mit Challenge oder so zu spielen. Die Challenges können wir immer gerne im zweiten Playthrough machen.
Ist da oben irgendwas? Ich nehme mal meine Rakete. Wie viel haben wir denn noch? Okay. Challenge Playthrough immer gerne beim zweiten Mal erst. Das erste Mal spiele ich immer gerne so. Ich nutze alles, was das Spiel hat. Ach, da war doch ein Stein. Hätte ich auch den genommen. Okay, nur noch ein Schild. Ich würde gerne wissen, wo noch ein Schrein ist. Wir hätten natürlich auch noch bei dem einen Dingens achten können, aber ich will gerne jetzt einen Schrein machen. Ich brauche einen Schrein.